Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben oder Night of the Raven, weil ich habe die Befürchtung. Warte mal. Was sind das für Knöpfe? Falls das Knöpfe sind. Gibt es hier auch auf der Seite Knöpfe? Ich sehe das nicht. Ich habe Angst. Was da jetzt passieren könnte. Speicher mal. Nicht, dass ich. Alter. Gut, dass ich gespeichert habe. Fängt schon gut an. Noch nicht einmal die erste Minute durch und schon draufgegangen. Okay, dann. Ja. Muss ich hier vielleicht eine richtige Reihenfolge machen? So, dann fangen wir mal damit an. Ja, wir sterben hier in Dauerschleife. So, dann das Zahnrad. Was muss ich machen? Wir sind jetzt schon sehr oft gestorben. Ja, okay. Welchen Knopf muss ich denn drücken? Einer muss ja doch der richtige sein. Vielleicht der hier? Okay, hier ist schon mal nichts passiert. Muss ich das in einer richtigen Reihenfolge machen? Dann der hier? Nee. Okay, der ganz links muss zuerst. Also der hier. Dann versuche ich es mal mit dem danach. Jetzt ist wirklich die Frage, was ist die Lösung? Da gibt es hier irgendwo eine Antwort. So, wenn ich jetzt hier unten noch mal eine Fackel raussuche, da. Auf der Seite gibt es keine Antwort, keine Tafel oder sowas, das mir sagen könnte, was die richtige rostige Schwert und Silberkette und Trank. Gibt es hier irgendwo irgendetwas, das mir sagen könnte, was die Antwort ist? Leck mich doch am Arsch. So. Fackel haben wir hier. Ich sammle noch mal oben alles ein. Also hier die Pilze. Und das Butlerfleisch. Ich mag die Musik hier aber gerade auch irgendwie. Hat irgendwie was Episches, finde ich. Also mysteriöses, meine ich eher. Aber okay, ich glaube, es muss in der richtigen Reihenfolge sein.
So, ich würde mir dazu aber auch Notizen machen wollen. So. Der erste ist mit drei Männchen. Dann zweite ist nicht der Schlüssel. Und ich habe wieder vergessen zu speichern vorher, oder? Ja. So, wieder alles einsammeln. So, nochmal speichern, weil diesmal haben wir alles eingesammelt. Also, zuerst die drei Männchen. Das hatten wir jetzt ausprobiert. Was ist mit den Zacken? Okay, zweite ist diese Zacken unten. So, dritte. Ist auf jeden Fall nicht das. Ich muss mir jetzt wirklich Notizen zu machen. Also das hier. Dann das hier. Dann vielleicht das hier. Ich speichere das mal. Was passiert, wenn ich jetzt noch mal so was hier zum Beispiel mache? Nee, okay, keine gute Idee. Ich würde gern die anderen aber auch noch aufkriegen wollen. So, nochmal laden. Wie sieht es denn mit der anderen Seite aus? Nee, okay, also bleibt uns keine andere Wahl, als runterzugehen. Gehe ich mal von aus. So, Fackel. Okay, die Türen kriege ich nicht auf. Jetzt habe ich... Ah, doch. So. Ich habe mich jetzt voll erschrocken. Weil die, also nicht weil die gekommen sind hier, die Gegner, sondern weil die Musik auf einmal so laut wurde. Da ist ja noch einer. Okay, wir haben zumindest die Erfahrungspunkte, die wir jetzt brauchen. Sind wir die Lernpunkte? Ich speichere noch einmal. So. Hier müsste doch noch jemand sein.
Das war jetzt, glaube ich, keine gute Idee. So, Fackeln. Hier. Wo sind die Fackel, die hier rumlag? Okay, die eine Fackel ist jetzt weg. Oh. Und noch ein Dunkelpilz. Wir trotzdem hier anfangen wollen. Goldener Ring, rostiges Schwert, nehmen wir alles mit. Und speichern hier, bevor wir weiter reingehen. Ah, okay. Meine Fackel. Ich verliere jetzt jedes Mal Fackeln oder was? Hier haben wir nochmal Bullerfleisch. Hier. Jetzt ist die Frage. Okay. Alter. Das war jetzt ein Schock. Der war jetzt ein Schock. So, okay, dann weiß ich zumindest, wo ich lang muss. Aber den habe ich jetzt echt nicht kommen sehen. So, jetzt ist die Frage. Wir sind zumindest drüben. Ich speichere mal hier auf die 2. Rademis? Warte mal. Eine Ewigkeit lang war mein Geist gefangen. Nun bin ich endlich frei. Das Schwert hat einen neuen Träger. Die letzte Kammer wurde geöffnet. Aber die Pforte sieht ziemlich verschlossen aus. Dies hier ist nicht die Pforte zur letzten Kammer. Diese Pforte führt dich in den Raum davor. Der Träger hat sie hinter sich verschlossen. Wie öffne ich die Pforte? Wie öffne ich die Pforte? Bewege einen der Hebel. Irgendeinen? All diese Hebel öffnen die Pforte. Nicht alle Hebel lösen die Falle aus, richtig? Nicht alle Hebel lösen die Falle aus, richtig? Doch, das tun sie. Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funktioniert? Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funktioniert? Quarodra. Ich höre noch immer die Hammerschläge auf der anderen Seite des Tores. Seit so langer Zeit. Das Schwert ließ mich sehen. Seine Rache. Für mein Versagen. Das heißt, du hast gesehen, welcher Hebel der richtige ist? Ich habe es seit langem vergessen.
Versuch dich zu erinnern. Versuch dich zu erinnern. Es ist so lange her. Hey! Wenn du die Kraft dazu hast, versenke es in den Tiefen des Meeres. Er hat das jetzt aufgemacht? Kann ich jetzt einfach so hier durch? Ich speichere hier mal auf die 3. Ich kann hier einfach so durch. Okay, ich muss es selber nicht raten. Immerhin. Das wäre eine lange Aufgabe geworden. Ich sehe schon, ich darf wieder kämpfen. Nichts zu holen. Natürlich nichts zu holen. Wie sieht's mit dir aus? So, das ganze Buddlerfleisch hier und die Dunkelpilze. Gab's hier eigentlich Höllenpilze in dem Teil von Gothic? Also in Gothic 2? Kann mich jetzt nicht erinnern, dass es hier Höllenpilze gab. Na komm, ich hau die alle kaputt. Da ist nichts zu holen. Okay, die haben auch allesamt nichts? Nichts zu holen. Oh, nice. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So, den nehmen wir aber wieder mit. Nichts zu holen. Rostiges Schwert, das nehmen wir mit. So, sonst gibt's hier gar nichts, glaube ich. Ich speichere hier vielleicht mal auf die 4. Alter, die Musik. Alter, wie geil die Musik gerade klingt. Boah, jetzt gerade wirklich, ich liebe die Musik richtig heftig. Den Dunkelpilz will ich nicht vergessen. Da haben wir Raven. Hey! Seht, wer gekommen ist! Mein Meister hat mich davor gewarnt, dass Enos seine Schergen schicken würde. Aber dass du so früh auftauchst, hätte ich nicht erwartet. Nun, da du so schnell warst, werde ich dir auch einen schnellen Tod schenken. Du hast deine Seele an Belia verkauft. Du bist derjenige, der sterben wird. Du bist derjenige, der sterben wird. Du bist keine Bedrohung für mich. Ich trage Belias Schwert. Ich werde die Drachen aufs Festland führen. Zusammen werden wir die Welt der Menschen
in tiefste Dunkelheit tauchen. Du hast deine Seele an Belia verkauft. Zu einem guten Preis. Als General werde ich seine Armeen befehligen. Und was ist mit dir? Weißt du, wie viel deine Seele wert ist? Ich mache nur das, was getan werden muss. Hört ihn euch an! Einen bescheidenen Diener schickst du mir, Enos! Bist du sicher, dass ich ein Diener Enos bin? Was? Was redest du da? Hältst du es nicht für möglich, dass ich ein Diener Adanos bin? Unsinn! Vielleicht diene auch ich Belia. Oder nur mir selbst. Nun, in diesem Fall wirst du nicht einmal ein würdiger Gegner für mich sein. Ja, lass uns anfangen. Lass uns anfangen. Hast du es so eilig zu sterben? Ganz wie du willst. Alter, was? Alter! So, Erfahrung 500, okay. So, ich da, die Klaue Belias. So, warte mal, jetzt hat er hier weißer Rum, Bier, Fisch, gelbe Steintafel, grüne Steintafel, blaue Steintafel, violette Steintafel, rote Steintafel. Der hat jetzt alle. Ich hätte aber gerne seine Rüstung gehabt. So, wo ist denn die Musik jetzt? Gab hier doch so eine epische Musik, wo ist denn die? Wie komme ich hier auch wieder zurück? Und ja, es war wieder ein Schwarzbild. Das heißt, ich darf gleich, oder ich darf nachher, hier alles wieder nochmal nacheditieren. So, schwere Wunden heilen. Hatten wir nicht noch einen besseren? Leichte Wunden heilen, hier. So. Gab's hier nicht einen Weg wieder zurück? Was ist denn der Weg hier wieder zurück? So, die Kammern des Tempels. Quahodron erwähnte die Kammern Adanus und dass ich mich vor ihnen hüten soll. Ich muss unbedingt herausfinden, was es damit auf sich hat, wenn ich im Tempel Adanus nicht ins offene Messer laufen will. Gibt's hier jetzt aber keinen Weg zurück? Keinen Weg raus? Raven haben wir jetzt besiegt, also, und warte mal, wir haben die Klaue Belias, ne? Wo ist denn das? Hier. Zweihandwaffe, Chance auf extra Schaden. Was? Die Waffe lässt sich nicht anlegen? Nein. Gibt's hier nicht noch einen Knopf oder so? Ah, okay. Was haben wir denn hier? Du wärst besser nicht hierher gekommen. Das war's für dich. Wo hatte ich jetzt zuletzt gespeichert? Hier. Verdammt. Ja, muss ich nochmal gegen Dings hier kämpfen?
Hey, du. Ja, kriegen wir nochmal hin. Du zu. So, kämpfen nochmal. So, komm. Ja, jetzt kommt das. Ja, jetzt hat das sogar geklappt gehabt. So, die Klaue Belias nehmen wir mit. Raven nehmen wir auch alles wieder mit. Hier. So. Diesmal haben wir es auch besser geschafft. Ich würde dieses Mal... Warte mal, ich speichere nochmal. Das ist mir zu weit weg. Und ziehe dieses Mal... Hier, die Rüstung an. Ist doch die Rüstung von Ravens Garde. So, ich hab's geschafft. Raven ist erledigt. Ich hab's geschafft. Raven ist erledigt. Damit hast du Belia einen kräftigen Tritt verpasst. Dann wirst du jetzt weiterziehen? Meine Aufgabe in diesem Tal ist beendet. Ich könnte mich mal ein paar Tage ausruhen. Ja, du bist ständig unterwegs, was? Ich wünsche dir eine gute Reise. Wer weiß, vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg. Wer weiß, es gibt eine Menge Tore und Durchgänge, die du durchqueren wirst. Und an einem solchen wirst du mich finden. Okay, warte, ich guck mal, ob ich hier einfach irgendwo erstmal pennen kann. Hier gab es ja auch noch ein Bett. So, penne ich mal hier in der Zelle. Raven haben wir aufgehalten und es hatte doch noch geklappt gehabt mit den Dingens hier. Warte mal. Da gab es noch Leute. Die Kammer des Tempels. Ich bin mir nicht sicher, was es mit den Kammern des Tempels jetzt noch auf sich hat. Genau das habe ich auch gesagt. Kann ich Huren von erzählen oder Snap? Huno, mein. Genau das. Zeig mal, was du hast. Hat er hier noch was Gutes? Da kann man sich nicht drauf verlassen. Nee, Spitzhacken hätte er. Dieses Paket ist wirklich schwer und es enthält einen dicken Stahlklumpen. Okay. Erzbrocken. Die nehmen wir. Gab's hier nicht noch jemand, der handeln kann? Fisk gab's noch. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Man erzählt sich ja so einiges. So, den Trank nehme ich auch mit. So, wie sieht es mit Fisk aus? Handeln? Zeig mir deine Ware. Ja, die nehme ich auch mal mit. Und 15 Äpfel. Okay, hat sich definitiv gelohnt, auch wenn wir jetzt ein bisschen Gold verloren haben. Aber wir sind eh bei 15.000, also 14.000 jetzt mittlerweile. Das wird sich nie ändern. So, Bandit. Ah, warte mal, der kann mich jetzt stärker machen, ne? So, das heißt, wir müssen jetzt eben den hier ausziehen und den Gürtel. So, ich will stärker werden. Ich will stärker werden. So. Stärke plus 5. Du verlangst mehr von mir, als ich dir beibringen kann. Wie jetzt? Warte.
Der kann nur einen machen noch. Ich will stärker werden. Ja. Ich will stärker werden. Dann. Nee. Dann machen wir das bei jemand anderen mit stärker werden. Dann suchen wir uns halt Kord oder so, wenn wir wieder zurück sind. Hier. Mit Fortuno reden wir nochmal. Okay. Snuff. Was sagt ein Snuff dazu, dass es keinen Raven mehr gibt? Oder Tom? Der kann nur umsonst. Logan? Ich komme später wieder. So, so, Lucia. Wie läuft der Laden? Wie läuft der Laden? Gut. Esteban. Ja, okay. Nichts Neues. Gut, dann gehen wir zu Satoras und berichten ihm, was Raven angeht. Also... Beziehungsweise, ich kann hier auch eigentlich, die sind jetzt allesamt nicht mehr relevant hier, in dem Gebiet. Mich fragt ja keiner. Vielleicht muss ich die alle noch ausschalten, weil das ja halt Banditen sind. So, Satoras. Also Raven ist tot, ja? Die Erdbeben haben aufgehört und wie ich sehe, weilst du immer noch unter den Lebenden. Heißt das, dass deine Mission erfolgreich war? Ja, Raven ist tot. Dann ist es also vorbei. Ardanos sei Dank. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Wir stehen tief in deiner Schuld. Du hast dem Bösen eine mächtige Waffe entrissen und das Gleichgewicht in diesem Teil der Welt wiederhergestellt. Als die Erdbeben verstummten, haben wir beraten, was nun geschehen soll, und wir sind zu einem Ergebnis gekommen. Geh hin und nimm die Klaue Belias. Sie soll nun dir bestimmt sein. In deiner Hand kann sie ein mächtiger Verbündeter für uns sein. Nutze sie weise, mein Sohn. Ardanos möge dir dabei helfen. Wir werden hierbleiben und dafür sorgen, dass der Tempel wieder zu altem Glanz erblüht. Nur Myxia ist schon nach Korenis aufgebrochen, um Vatras zu unterstützen. Vatras ist schon zu lange alleine in der Stadt gewesen. Okay, ich habe die Klaue Belias an mich genommen. Die Klaue Belias ist eine ganz besondere Waffe. Sie hat einen eigenen Willen und Bewusstsein. Du, der nun diese mächtige Waffe besitzt, bist ihr Herr und Meister. Sie ist ein Teil von dir und wird sich deinen Fähigkeiten anpassen. Doch tut sie das nicht aus freien Stücken. Nur Belia selbst kann sie dazu zwingen, dir zu gehorchen. Und was kann ich mit der Waffe tun? Das liegt in deiner Hand. Du hast die Waffe erobert und bist nun ihr Herr. Ich kann dir nur empfehlen, was du damit machen kannst. Entweder du übergibst sie mir und ich werde dafür sorgen, dass sie keinen Schaden mehr anrichtet. Oder du machst dir ihre Macht zu nutzen und verwendest sie im Kampf. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Und warum sollte Belia mir helfen? Nur ein Gebet zu ihm kann das bewirken. Aber sei vorsichtig, Belia ist niederträchtig. Wenn du seinen Zorn erregst, dann wird er dich das spüren lassen. Verstehe. Könntest du die Waffe nicht verwahren? Wenn du sie mir gibst, dann werde ich sie unschädlich machen, damit niemand mehr sie missbrauchen kann. Überleg dir also gut, was du tun wirst. Was werdet ihr nun tun? Wir bleiben hier und verhelfen dem Tempel wieder zu Glanz und Größe. Allzu lange schon verweilen seine Mauern in diesem beklagenswerten Zustand. Was dich angeht, mein Sohn, es freut mich zu sehen, dass ich mich in dir getäuscht habe. Du bist der Bewahrer des Gleichgewichts. Daran gibt es keine Zweifel mehr. Ohne deinen Mut und deine Kraft wäre die Insel von Korenis untergegangen. Wir danken dir und werden deiner in Ehren gedenken.
Widme dich jetzt wieder den anderen Aufgaben, die noch vor dir liegen, und gib dieser Welt wieder Gleichgewicht und Frieden. Geh nun und erfülle dein Schicksal, Bewahrer. Unsere Gebete begleiten dich. Okay, warte mal. Adanos möge dich schützen. Ich will jetzt einmal kurz gucken. Beziehungsweise, warte, ich ziehe das hier wieder an. Aber hier, die Klaue Belias. Ja, okay, wenn ich die nicht nutzen kann, dann soll er die haben. Hier, Saturas, dann nimm sie. Hey. Hier, nimm den Fuß Belias an dich, bitte. Nimm die Klaue Belias und vernichte sie. Wie du willst, mein Sohn. Gib sie mir. Auf dass sie nun keinen Schaden mehr anrichte, werde ich sie in den Tiefen des Meeres versenken. Adanos Weisheit wird über sie wachen. Ja, okay. Adanos möge dich schützen. Dann, ich habe hier aber noch was zu tun, ein bisschen. Zum Beispiel will ich ja noch die Leute da hinten eigentlich ausschalten, wegmachen, dezimieren. Mana sind wir bei 71, 518 Lebensenergie haben wir auch insgesamt. Magiekreis 0, Drachenjäger Stufe 28. Okay, noch 10.000 Punkte für die nächste Stufe. Lernpunkte haben wir 24. Ja, das heißt aber, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Wir sind jetzt schon wieder 6 Minuten drüber. Aber vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!